Lieber Jesus, hilf uns, deinen Wohlgeruch zu verbreiten, wohin wir auch gehen. Durchflute unsere Seelen mit deinem Geist und deinem Leben. Durchdringe unser ganzes Sein und nimm es so vollkommen in Besitz, dass unser Leben ein reiner Abglanz deines Lebens wird. Strahle durch uns und sei so in uns, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, deine Gegenwart in unseren Seelen spürt. Gib, dass wer uns anblickt, nicht mehr uns, sondern nur noch dich sieht. Bleib bei uns, damit wir zu leuchten beginnen, wie du leuchtest, so zu leuchten, dass wir selbst anderen ein Licht werden. Alles Licht, o Jesus, kommt von dir allein und nichts von uns. Du bist es, der anderen durch uns leuchtet. Schwestern und Brüder, das ist ein schönes Gebet. Es ist nicht von der Heiligen Klara. Aber es ist ein Gebet, das sehr schön zur Heiligen Klara passt. Es stammt von dem Mann, der genau am Klara-Tag vor 125 Jahren starb, von John Henry Newman. Das Licht ist in seinem ganzen Werdegang ein ganz wichtiges Element, wie es auch in diesem ja geradezu einfachen, schlichten Gebet zum Ausdruck kommt. Wenn man dieses Gebet liest, muss man, bei unseren Schwestern ist das natürlich selbstverständlich, wenn man die Berichte über das Sterben der heiligen Klara kennt oder auch die Verhörprotokolle aus dem Kanonisationsprozess, wo die Schwestern, die mit Klara lebten, Bericht geben müssen. Sie werden gefragt, was ist mit dieser Frau gewesen? Gestern Abend noch hörten wir, dass der Papst, nachdem er zu ihrem Leichnam eilt, schon gleich das Jungfrauenoffizium anstimmen will, aber ein überlegter Kardinal ihn davon abhält, zu sagen, doch lieber zuerst die Totenmesse, alles der Reihe nach, es muss in der Kirche alles seine Ordnung haben. Aber als es dann schließlich soweit ist und sehr schnell, sehr, sehr schnell zur Heiligsprechung kommt, sagen die Schwestern immer eines aus. Verschiedene Schwestern sagen das. Immer, wenn sie gebetet haben, leuchtet sie. Das war nicht wenig, was Klara gebetet hat, wobei es nicht um das Pensum geht. Sie schreibt ihren Schwestern vor, das volle kanonische Pensum der Horen zu beten, von der Matutin bis zur Komplete. Sie ist ein wenig streng, sie will es nicht gesungen haben, aber sie will das volle Pensum, einfach rezitiert. Sie will es nicht so wie in den großen Klöstern, aber es muss ganz und vollständig sein. Und dazu kommt dann das persönliche Beten, von dem die Schwestern berichten, dass sie sich selbst, als sie bettlägerig ist, noch im Bett aufrichtet zu den Horen und zum persönlichen Beten. Sie beginnt zu leuchten. Es ist das mit ihr geschehen, was Paulus uns in der Lesung gesagt hat, im Philipperbrief. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden. Ich will alles aufgeben, um Christus zu gewinnen. Wir haben schon am Verklärungsfest gesehen, dass die Verklärung, die Verwandlung Christi, in das die drei Jünger hineingezogen werden, ein Gebetsgeschehen ist. Das ganze Leben der Klara ist ein Gebetsgeschehen, so zum Leuchten zu kommen, dass, wie Newman betet, dass nichts anderes mehr in uns ist als er. Wer also zu schnell sagt, Klara war absolut arm, sagt etwas sehr Richtiges und etwas sehr Falsches. Klara war nicht absolut arm. Klara war materiell absolut arm. Da kannte sie keine Kompromisse. Da hat sie ihren Kampf noch auf dem Sterbebett mit den Prälaten ausgefochten und das war nicht ohne. Sie hat sozusagen ihr Sterben selber bestimmt, denn sie, wochenlang war sie auf der Kippe zu sterben, aber sie musste warten, bis der Papst sich endlich von Lyon durch ihre Gegend bewegt. Und sie hat gewartet. Sie hat das geschafft mit allerletzter Kraft, um gerade dieses Ideal des Franziskus zu sichern. Aber auf der anderen Seite war sie sehr reich. Dieses Wechselverhältnis, das wir heute offenbar sehr schnell vergessen. Wir sprechen dann von der Armut und davon, dass es auch schwer ist, in der damaligen Zeit wahrscheinlich genauso wie heute, obwohl sie noch nicht so konsumorientiert war wie unsere Zeit, wirklich arm zu sein. Auch für die, die ihr nachfolgen. Man schließt dann allerlei Kompromisse, ja. Warum ist es so schwer? Weil wir nicht vom Reichtum sprechen. Vom Reichtum, den es auch zugleich gibt.
Im Evangelium ist das schon angedeutet. Petrus, frech wie er ist, fragt dann: Wir haben alles angegeben. Und gibt es jetzt auch was dafür? Ja. Jesus beschreibt das nicht, was es dafür gibt. Aber muss nicht Petrus die Momente, diese leuchtenden Momente erinnern, die er mit Jesus erleben durfte, wie etwa bei der Verklärung? Denen, die Jesus nachfolgen, muss es genügen, selber zum Licht umgestaltet zu werden. Das ist ihr großer Reichtum. Und in dem Maße, in dem wir weggeben und uns dem Gebet überlassen, werden wir wahrhaft umgestaltet. Sodass am Ende des Lebens die Schwestern sagen können, sie begann zu leuchten. Immer hat sie geleuchtet, wenn sie betet. Und das war sehr oft. Es war sehr schön zu sehen, wie sie von innen zu leuchten begann. Weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin, schreibt Paulus an die Philipper. Ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Nein, ich tue nichts, sondern ich lasse mich ergreifen. Das ist ja der Vorgang des Betens, des aus sich herausgehens und sich selber überlassens. Darin ist Clara ein großes Vorbild, nicht nur im Maß materieller Armut. Wir müssten dieses Ideal gerade in unserer Zeit ganz neu entdecken, vor allen Dingen die Kirche. Aber gleichzeitig nicht vergessen, von dem Reichtum zu sprechen, der versprochen ist. Von dem Reichtum, der durch das Gebet kommt, in dem Maße, in dem wir uns jenem Licht überlassen, von dem Newman so schön betet. Durchdringe unser ganzes Sein und nimm es so vollkommen in Besitz, dass unser Leben ein reiner Abglanz deines Lebens wird. Strahle durch uns und sei so in uns, dass jeder Mensch, dem wir begegnen, deine Gegenwart in unseren Seelen spürt. Gib, dass wer uns anblickt, nicht mehr uns, sondern nur noch dich sieht.